Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Ich kann einfach nicht einschlafen, wenn es regnet. Die Hintergrundgeschichte dazu wird dich erschaudern lassen. Letztes Jahr war es eine kühle Herbstnacht. Es hatte schon eine ganze Weile nicht mehr geregnet und ein Gewitter war angesagt. Ich hatte gerade mit meinen Eltern zu Abend gegessen und beschlossen, dass es an der Zeit war, an einem Schulprojekt zu arbeiten, das ich seit ein paar Wochen aufgeschoben hatte. Ich entfernte mich vom Tisch und ließ meine Eltern wissen, dass ich wahrscheinlich sofort einschlafen würde, wenn ich fertig war. Ich wusste, dass ich für mein Projekt eine Weile brauchen würde. Wir sagten uns also gute Nacht und ich machte mich auf den Weg in mein Kellerzimmer. Ich denke, an dieser Stelle wäre es hilfreich, euch etwas über den Grundriss unseres Hauses zu erzählen. Meine Eltern und ich leben in einem einstöckigen Haus mit zwei Schlafzimmern. Als ich 12 Jahre alt wurde, erlaubten mir meine Eltern, den Keller in ein großes Schlafzimmer umzubauen. Sie zögerten, weil es dort nicht so viel natürliches Licht gab, was ihrer Meinung nach nicht gut für einen heranwachsenden Jungen war. Aber ich versicherte ihnen, dass ich durch die kleinen Fenster ganz oben an den Wänden im Keller auch Sonnenlicht bekommen würde. Im Hauptgeschoss haben wir eine Vorder- und eine Hintertür. Das sind die einzigen beiden Ausgänge. Unser Haus wurde von meinem Vater nach Maß gebaut. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, als sie das Grundstück kauften, also bekamen sie unseres zu einem super günstigen Preis. Leider war es nur deshalb so billig, weil in dem Haus, das vorher hier stand, ein Mörder gewohnt hatte. Meine Eltern bestehen noch heute darauf, dass das Grundstück ja gesäubert wurde und dass er niemand auf diesem Grundstück hier ermordet hatte. Das war dann auch genug, um mich mit der ganzen Situation besser fühlen zu lassen. Jedenfalls saß ich an diesem Abend über meinem Schreibtisch gebeugt und nur meine Lampe beleuchtete meinen Arbeitsplatz. Ich war am Schreiben und versuchte, eine dumme Forschungsarbeit zu beenden. Ich merkte, dass meine Gedanken ständig abschweiften. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, schon gar nicht auf die Recherche. Also beschloss ich, einen Film im Hintergrund laufen zu lassen. Schließlich schlief ich im Sitzen direkt an meinem Schreibtisch ein. So gelangweilt war ich von den Hausaufgaben, die ich zu erledigen hatte. Gegen 2 Uhr morgens wachte ich dann plötzlich auf. Ich hatte das Gefühl, dass jemand mit mir im Zimmer saß und mich ansah. Mein Licht war ausgeschaltet worden, also nahm ich an, dass meine Eltern nach unten gekommen waren, um nach mir zu sehen. Aber als ich es anknipsen wollte, leuchtete es einfach nicht mehr auf. Ich merkte, dass ich den Regen gegen das Dach im Obergeschoss und den Boden neben meinen kleinen Fenstern prasseln hören konnte. Ich nahm also an, dass der Strom ausgefallen war und stand auf, um zu meinem Bett zu gehen, wobei ich mein Gedächtnis benutzte, um dorthin zu gelangen. Als ich aufstand, spürte ich, wie ein Luftzug durch eines der Fenster hereinkam. Dachte ich mir. Ich dachte, ich hätte die Fenster verriegelt, als ich wusste, dass der Regen kommt. Ich ging hinüber zu den Fenstern und spürte, dass nur eines davon offen war. Ich griff hinein, um es zu schließen und spürte, wie Wasser in mein Zimmer strömte. Es war wie ein ganzer Schauer. Ich konnte nichts sehen, war glatschnass und konnte den Griff des Fensters nirgends finden. Ich bewegte meine Hand herum und versuchte ihn zu finden, aber es schien, als wäre die Fensterscheibe gar nicht da. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner Hand. Ich zog sie blitzschnell an meinen Körper heran und ertastete sie mit meiner anderen Hand. Ich hatte sie aufgeschlitzt. Mein Fenster war also offiziell kaputt. Ich musste nach oben gehen, aber ich verlor schnell Blut. Das führte dazu, dass ich mich in meinem eigenen Zimmer umdrehte. Mir war schwindelig und ich ging auf das zu, was ich für die Tür hielt. Plötzlich hörte ich Hände, die mich an den Schultern packen. Ein Schauer lief mir über den Körper. »Mama? Papa?« fragte ich und hoffte, dass es nur einer meiner Elternteile war. »Nein, einmal darfst du noch raten«, sagte eine tiefe Stimme lachend zu mir. Ich schluckte. »Ich weiß es nicht. Bitte lassen Sie mich gehen, meine Hand blutet.« »Ich schätze, das Fenster erledigte bereits meine Arbeit für mich«, brummte der Fremde. »Das meine ich aber nicht mit Genugtuung.« Er wickelte meine Hand in ein Tuch ein, was eine nette Geste zu sein schien, aber ich glaubte nur ein Weg war, dass er wieder den Nervenkitzel der Jagd bekommen würde. Ich dankte ihm, war mir aber nicht sicher, warum. Nachdem die Blutung aufgehört hatte, wurde mir der wahre Ernst meiner Lage bewusst. Ich wich langsam zurück und er ließ meine Schultern los. »Ich werde dich gehen lassen und du kannst dich verstecken. Dann werde ich versuchen, dich zu finden. Das wird ein lustiges Spiel für uns beide sein. Aber ich will dich nicht schreien hören, Junge.
Ich habe eine Taschenlampe bei mir, die mir helfen wird, dich sofort zu finden, damit ich dein Leben beenden kann. Wenn du schreist, werde ich dich finden, dann nach oben zu deinen schlafenden Eltern gehen und das Gleiche mit ihnen machen. Also, lass uns unser Spiel spielen. Nur wir beide. Ich konnte nicht atmen. Dies war der schrecklichste Moment meines Lebens und mein Verstand war leer. Ich wollte den Mann fragen, wer er war, aber ich konnte nicht. Also versteckte ich mich einfach. Ich kannte mein Zimmer besser als jeder andere. Ich kannte alle Verstecke, seit ich 12 war. Ich musste mich nur orientieren. Ich ging rückwärts und fand meinen Plattenspieler. Also wusste ich, wo ich war. Wenn ich nach rechts ging, war ich in der Nähe meines Schreibtisches. Wenn ich nach links ging, war ich in der Nähe meines Schrankes. Beides waren gute Verstecke, aber der Schrank drängte mich in eine Ecke, aus der ich kaum entkommen konnte. Ich ging in die Hocke und bewegte mich nach rechts, wo ich mich unter meinen Schreibtisch kauerte. Leise zog ich den Stuhl vor mich her. Wenn ich seine Schritte hörte, würde ich den Stuhl zu ihm schieben. Okay, ich komm dich dann mal suchen, sagte er fröhlich. Ich war mehr als verängstigt. Ich hörte, wie er durch mein Zimmer taumelte und Dinge umstieß. Er kam immer näher an mich heran. Ich hielt den Atem an, weil ich fürchtete, er hätte ein übermenschliches Gehör. Seine Schritte waren nur noch wenige Meter von mir und meinem Schreibtisch entfernt. Ich glaube, ich hab dich erwischt. Ich spüre, dass du in der Nähe bist. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, bis mir die rettende Idee kam. Der Strom ging wieder an und ich sah das Bein des Mannes direkt vor meinem Schreibtisch. Ich schob den Schreibtischstuhl auf ihn zu und stieß ihn mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden. Ich quetschte mich unter dem Schreibtisch hervor und rannte die Treppe hinauf zum Zimmer meiner Eltern. Ich erhaschte einen Blick auf den Mann und erkannte ihn sofort. Es war der Mörder, der vorher auf diesem Grundstück gewohnt hatte. Er musste aus dem Gefängnis entkommen sein. Ich weckte meine Eltern und mein Vater eilte mit seinem Baseballschläger die Treppe hinunter. Aber als er unten ankam, lag der Mann nicht auf meinem Boden, wie ich es beschrieben hatte. Der Anblick war schlimm. Mein Blut war überall und es regnete durch das Fenster. Wir riefen den Notruf und erstatteten dann Anzeige bei der Polizei, die mir aber nicht glaubte. Ihre Nachricht würde mich umhauen. Sie sagten, der Mörder von diesem Grundstück säße weiterhin friedliebend in seiner Zelle. In dieser Nacht zog ich wieder nach oben in mein altes Zimmer. Und seither kann ich bei Regen nicht mehr schlafen. Ich habe euch gewarnt. Es war eine grausame Geschichte. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.